Servus, Mario Lenzen hier. Heute eine neue Folge Tipps und Tricks zum Model X. Und zwar geht es um die Transportmöglichkeit. Sagen wir mal, du willst mit der Family oder mit einem Haufen Freunde in Skiurlaub fahren. Da könnte der Platz im Model X schon etwas eng werden. Offensichtlich fällt eine Dachbox aus, aufgrund der Flügeltüren, kann sich jeder vorstellen. Dafür gibt es von der Firma MFT eine Dachbox für die Anhängerkupplung. Die habe ich mir besorgt, funktioniert einwandfrei, man bringt jede Menge Hardware rein, also Skier, Stöcke, Helme, Schuhe und so weiter, geht alles in die Box. Dadurch habt ihr mehr Platz im Innenraum für andere Taschen, anderes Gepäck und so weiter. Und ich zeige euch heute, wie man sie am Model X montiert und was alles darin Platz findet. Was wir dafür brauchen, sind folgende Dinge, und zwar zum einen die Tesla Anhängerkupplung, die bauen wir gleich dran. Dann brauchen wir von der Firma MFT den Back Carrier, das ist das Ding hier. Das setzen wir auf die Anhängerkupplung drauf und auf diesen Back Carrier setzen wir dann die Box. Und dann die Box selbst. So, geht los. Als erstes müssen wir die Anhängerkupplung befestigen. Ich glaube, wenn du heute ein Model X bestellst, dann kommt sie serienmäßig mit. Damals musste man sie noch extra bestellen. Wir müssen jetzt zuerst die zwei kleinen Verschlüsse entfernen. Dann die Abdeckplatte rausnehmen. Und aus der Kupplung auch noch die Schutzabdeckung. Dann montieren, schauen, dass alles sauber ist, ein wenig gefettet, ein leichter Fettfilm drauf, das ist ganz okay. Einführen, bis es Klack macht. Kontrollieren, dass sie auch fest drin sitzt. Dann können wir den Schlüssel auch abziehen. Das funktioniert auch erst, wenn die fest verriegelt ist. Staubkappe drauf, fertig. Und dann noch die Schutzkappe von der Kupplung selbst entfernen. So, Anhängerkupplung ist dran. Jetzt kommt der Back Carrier zum Einsatz. Relativ einfach in der Montage. Hebel aufklappen, auf die Kupplung setzen. Kann man hier, wo Press steht, schon mal etwas Druck ausüben. Schauen auch, dass sie gerade sitzt. Und dann den Hebel bis ganz nach unten drücken. Hier an der Kurve diese so weit zudrehen, bis sie Kontakt hat mit der Hängerkupplung. Und dann hier diesen roten Knopf noch reinschrauben. Der verhindert, dass sich der Hebel öffnet. Also eine Art Verriegelung für den Hebel. Das Ganze kann man dann noch verschließen. Back Carrier ist dran. Jetzt kann man auch schon die Box draufsetzen. Darauf achten, dass diese Hebel nach unten zeigen. Weil nur so sind sie geöffnet. Und der Sicherungsbügel, der ganz am Ende, muss auch ganz geöffnet sein. Jetzt kommt die Box zum Einsatz. Am besten ist es hier mal, wenn man zu zweit ranpackt. Ich bin heute nur alleine hier. Kein Problem, schaff mal. Ihr seid ja bei mir. Auf der Rückseite ist eine gute Griffmöglichkeit. Da kann man ganz gut packen. Gleich auf der Vorderseite hier in diese Einkerbung reingreifen. Und dann mit aller Gewalt anheben. Ich orientiere mich hier immer an dem S vom Tesla. Das ist genau die Mitte. Und wenn hier meine Hand sitzt am Ende der Box, dann kann es gut sein, dass ich auch mittig bin. Dann nur noch die Hebel drehen, bis sie einrasten, und dann ist die Box auch schon montiert. Zur Sicherheit kann man jetzt die Box auch noch abschließen. So kann sie auch keiner von dem Back Carrier System runterklauen. Zum einfachen Anschließen des Stromkabels von der Backbox und zum B- und Entladen vom Kofferraum kann man ganz einfach am Back Carrier den Hebel ziehen. Dadurch klappt sich die Box runter. Man kann jetzt entspannt das Kabel verlegen und den Kofferraum ein- und ausladen.
Boxer zusätzlich ein Schloss, allerdings ist es ein anderer Schlüssel als bei dem Back-Carrier-System. Also, muss man immer berücksichtigen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier zwei Verankerungspunkte pro Seite. Da können wir die mitgelieferten Spanngurte dafür verwenden, damit auch alles fest an seinem Platz sitzt. In der Standardausführung oder in der Standardbreite haben Ski bis ungefähr 1,50 Meter Platz. Gehen wir davon aus, dass die meisten etwas längere Ski fahren. Dafür gibt es diese Einsätze, die kann man sich als Zubehör dazu kaufen. Werden links und rechts rein montiert und dann passen auch längere Ski bis 1,85 Meter meine ich rein. Die montieren wir jetzt auch noch. Dazu diese Flügelschrauben, nicht ganz rausschrauben, leicht öffnen. Jetzt können wir den Standardeinsatz rausnehmen und das Verbreiterungsteil einsetzen. Die Flügelschrauben wieder festziehen, handfest, braucht man keine große Gewalt. Zumal man nachher bei langen Ski eins dieser Verlängerungsteile eh nochmal lösen und entfernen muss, das zeige ich euch aber gleich. Flügelschrauben leicht lösen. Originalteil raus, Verbreiterungseinsatz rein. Und Schrauben wieder handfest zuschrauben. Und jetzt kann man auch schon mit dem Beladen beginnen. Bevor allerdings Ski oder andere Sportgeräte darin Platz finden, würde ich erstmal den Spanngurt vorab installieren. Im Nachhinein ist es immer ein bisschen fummelig. Rein in beide Ösen. Und jetzt kann man hier schön die Ski reinlegen und am Ende alles zusammenzurren. Gleich auf der anderen Seite. Jetzt kann es losgehen. Da habe ich extra zwei meiner fetteren Ski ausgepackt, damit ihr seht, dass sowas auch reinpasst. 1,85 Meter und 1,86 Meter und die passen hier ohne Probleme rein. Ich fange immer mit den Skispitzen an. Den Einsatz nochmal anheben. Ski reinbauen. Und den Einsatz wieder einrasten lassen. Und jetzt packen wir noch den zweiten rein. Nachdem die Skier drin sind, Spanngurte festziehen, dass beim Fahren auch nichts rumwackelt. Dann packen wir noch die Skistöcke mit rein. Helme, Skischuhe, alles was sonst noch dabei ist. Klappe zu, Schlüssel abziehen, fertig. Und dann kann der Skiurlaub kommen. Ich habe jetzt bewusst zwei von den fetten Schienen genommen, damit ihr seht, dass sowas auch reinpasst. Da ist der Platz aber irgendwann dann natürlich begrenzt. Wenn ihr zu viert oder zu sechst oder zu siebt in den Skiurlaub fahrt, müsst ihr schon überlegen, welche Ski mitgenommen werden, weil auch nicht unendlich viel Platz in der Box ist. Aber ich sag mal, mit vier bis fünf Paar normale Erwachsenen-Skier, Pisten-Skier, ist man sehr gut aufgehoben. Safety first, zu guter Letzt noch ein Check, ob alle Lichter funktionieren. Und dann kann die Reise auch schon losgehen. Funktioniert.